Du kannst mir alles vorwerfen. So, wir machen weiter bei Gray Eminence, nachdem wir Marios Haus abgeschlossen haben. Weißt du, warum das Mario Marios Haus heißt? Nein. Weil das in der Fernsehserie, in dieser ganz schrecklichen, ich glaube, Cartoonserie, die es irgendwie in den 90ern gab, hatte Mario auf einmal einen Nachnamen. Und der hieß halt Mario Mario. Ah. Das ist alles. So, wo ist denn jetzt dieses Museum gewesen? Das war irgendwo anders. Und wir nehmen jetzt über die Elgato auf, aber nicht mehr mit OBS. Das wollte Conan jetzt noch erklären und erzählen. Also, nee, jetzt nehmen wir über OBS natürlich auf. Das hier ist ja, ja. Hat ja mit der Switch nichts zu tun. Achso, ich dachte, du spielst das gerade auf der Switch. Ich habe dir doch extra einen Switch-Port von meinem tollen neuen Hack geschickt. Gott, wo war denn dieses Museum? Ich weiß nicht mal, was die Switch für hat. Die Cartridges oder gibt es da CDs für oder ist das über Blu-ray? Ich habe echt keine Ahnung davon. Theoretisch hat sie Mini-Cartridges, wenn du es so sehen willst. Also, aber das heißt, hauptsächlich halt einfach digital-Kram. Da hätte ich es halt reinstellen können, den Hack. Naja, gut. So, 32, oh Gott. Ich hoffe, du erinnerst dich noch dran, welchen Weg man hier nehmen musste. Ansonsten viel Spaß. Nee, aber ich weiß, wie ich drauf komme, welchen Weg ich gehen musste. Mach das bitte nicht ohne Safe States, ja, danke. Dann kam es rechts einen. Von denen, das ist links. Ja, aber ich bin in die richtige Richtung, die ich gedacht habe, tatsächlich gelaufen. Dass die Konnotation immer komplett richtig da ist, das gibt's bei dir einfach nicht. Ich hab richtig gedacht und einfach nur das Falsche gesagt. Das gibt's doch nicht. Nee, du hast es falsch ausgesprochen, aber richtig. Ich bin ja richtig gelaufen, ne? Das war ja. Das ist unglaublich. Es ist einfach schön. Es passiert wirklich nie, dass du es richtig denkst und richtig machst. Es ist immer eins von beidem ist verkehrt. Geh in die Röhre. Ah, die Röhre war's. Bam, 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 bam. Jetzt hatten wir links, rechts. Jetzt kam Pau rechts. Ach, die doofen Pau-Dinger gab's ja auch noch. Bam, 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 bam. Pau rechts und dann zweimal Pau links. Wenn ich dich das mal fragen darf, hast du den Ingame-Sound ein bisschen lauter gemacht? Kann das sein? Nee. Weil ich fand, der war immer relativ leise in den Aufnahmen. Okay. Ich höre es jetzt aber irgendwie sehr deutlich, keine Ahnung. Ist ich höre ihn eigentlich auch deutlich. Drin. Ja. Bin ich dumm? Ja, da war doch, der ist so die Tür, da links die da von P-Switch-Blöcken. Ja. Ach, die hier. Jetzt. Nee, nicht die andere. Die andere, nicht die blaue, sondern die gelbe. Ja, aber da komme ich irgendwie nicht rein, weil ich doof. Ja, weil du den Noteblock da nicht auslöst. Oh. Ach so. So, jetzt zweimal links. Ja. Jetzt war es sogar richtig. Oh mein Gott, Conan. Ich glaube, es war erst die und dann die andere. Nee, es war erst die blaue. Erst die blaue, dann die Röhre. Ach, die da hier. Ach ja, ach schön. Okay. Ah. Bam, 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 bam. So, jetzt hast du es geschafft. 32. Ja, was wirst du jetzt wohl machen müssen? Hier konnten wir irgendwie runterfallen oder was da war? Ach ja. Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Hey, da war ich da schon mal? Nee. Da hast du beim letzten Mal drauf gestanden, hast den P-Switch losgelassen und hast gesehen, dass der da durchfällt, aber du kamst da noch nicht durch. Diese Blöcke, wo du gerade durchgefallen bist, wo der P-Switch ursprünglich durchgefallen ist, die sind halt für Mario oder Peach nur durchlässig, wenn sie 32 Exits hat. Ah. Get out of here, no. Gray Eminence. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt, wenn du, also ich sag das wirklich ungern, ne, aber... Wir haben den roten Switch nicht. Das wäre wirklich schade, wenn du das jetzt mit Safe State spielen würdest. Ja, wir gucken, was kommt, ne. Anfangs mache ich immer ohne.
Bis ich dann keine Lust mehr habe. Where are you? In the strange other dimension they simulated the real world. You better find a way out of here. But what will be there? Ist es normal, dass wir die Switches hier nicht haben? Ne, ja, guck dich da erstmal um. Okay. Das Level war ursprünglich gebaut für den Hack von Flo, beziehungsweise halt dieser Hub-Bereich hier. Und da habe ich das Level ja nie fertig gemacht und dann war ich erstmal komplett raus aus dieser Welt und nicht mehr erreichbar für alle. Und dadurch hat er das Level dann, hat es ohne den Level-Teil, glaube ich, beenden müssen. Achso, ja. Das hat mich hingehauen. Weißt du, was du vorher eigentlich mal machen kannst, bevor du das Level spielst? Du kannst eigentlich mal ein Easter Egg zeigen. Ja. Musst du aber auch. Musst du aber auch nicht. Wo? Ja, das ist in einem anderen Level. Du müsstest dann wieder nochmal ein ganzes Stück spielen. Lassen wir das erstmal. Hast du mir das nicht gesagt, dass ich in dem Level war? Weil du da noch nicht beides. Du bist ja noch nicht hingekommen zu dem Easter Egg. Okay, ja, dann erzähl's einfach. Wenn es gut genug ist, gehe ich. Nee, nein, das können wir. Wir können das auch machen, wenn du fertig bist. Okay, so haut das nicht hin. Ich wollte, in dem Easter Egg wird dir einfach nur verkündet, dass es in dem Level hier, das ist aus dem Nerf, aus zwei Hacks, und zwar Nerf World und Inferi Mario, dass es zwei Simulationen gibt. Und falls du dich dran erinnerst, an das Design dieses Levels. Ja, Levels, ich sehe das sofort. Ja, ja, das ist auch schon wieder Inferi. Aber es ist diesmal nur daran orientiert, an dem Design, und halt nicht mehr, ja, nicht mehr das ganze Level kopiert und dann da Relevanz gemacht. Ja, sonst hätte ich jetzt auch eine unangenehme Flugpassage vor mir. Das ist richtig. Du hast hier keine Feder in dem Heck, ne? Ach, Mist. Übrigens schön, dass du direkt wieder. Ja, ich bin zu dumm zum Schwimmen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie, das manchmal kann Mal ich einfach. Ich drücke nach oben und schwimme und der geht unter. Check's nicht. Irgendwas ist da komisch. So, hier brauche ich irgendwas zum Aktivieren. Verstehst du dieses Schild da? Ein Beta-Tester von mir hat es verstanden, der andere nicht. Es könnte Speed aufbauen bedeuten. Siehst du, du bist halt schlauer als andere. Ah ja. Ja gut, aber spätestens da checkt man es dann. Ja, das stimmt. Oder man steht halt da und denkt sich, was sollen diese Pfeile bedeuten? Ja, aber wie... Oh. Ja, das ist die Schwierigkeit hier. Nein, das reicht. Das müsste reichen, aber von der Länge her. Nee, das reicht nicht von der Länge her. Also muss ich so ein bisschen hier und dann so und jetzt. Ach du! Das ist einfach schön. Okay. Das ist dann auf jeden Fall schon wieder eine Stelle, bei der ich definitiv State zum Rumprobieren. Jetzt müsste. Ja, okay, das würde reichen. Einmal hin. Du wunderst dich, dass du da das Gefühl bekommst, dass du skaten musst, aber denkst du auch gar nicht nach, wie du es dir vereinfachen kannst. Wie? Naja. Ja, guck mal, du kannst doch links von der Fläche, wo du versuchst Anlauf zu nehmen, ist eine gigantische Fläche. Oh. Das ist richtig. Man könnte auch hier Anlauf nehmen. Ja. Du musst sogar gar nicht über die Viecher rüberspringen, genau. Ich werde es doch hinkriegen, diesen Pilz zu behalten, Herrschaftszeit. Ach, da ist er. Da ist er schon wieder, der chronische Safe Skater. Ich glaube, zum Zuschauen wird das hier unerträglich, weil du einerseits die ganze Zeit am Skaten bist und ich die ganze Zeit nur am Flame, dass du Safe Skater bist. Ja, das ist ja auch zu Recht geflamed, das ist ja gar kein Thema. Nee, ach, ist doch egal. Also, nein, ich ärgere mich ja über sowas, selbst wenn ich da solche Quatschdinger mache. Jetzt zeigst du hier den Heck noch fertig, dann sind wir fertig mit dem ganzen Bums und dann ist auch gut. Also theoretisch kann ich jetzt halt zurück, aber theoretisch kann ich auch irgendwann wieder weiterlaufen, keine Ahnung. Wir gucken mal, was hier drin ist. Break das Level wieder. Mach jetzt irgendwas mit dem, was da oben auftaucht. Mach irgendwas kaputt, bitte, los. Mach mich fertig. Sei mein Meister. Wo bin ich denn hier? Au. Wait, das ist eine Flugpassage. Nein, das ist keine Flugpassage, das ist eine Sprungpassage. Ach Conan. Das ist eine Flugpassage. Das macht gar keinen Spaß, wenn du safe statest, aber ich wollte ja gar nicht mehr flamen, aber jetzt hast du schon wieder gesafe statet. Also Shelljumps sind nicht erlaubt, hast du gesagt. Dann geh doch mal nach links da. Ja, würde ich ja. Ja, mach doch die blöde Shell weg, du brauchst die jetzt nicht.
Ach, so ein Viech kommt jetzt. Ja. Oh. Das ist quasi das Äquivalent zu der Flugpassage. Ja, dann lässt grüßen. Grüßen. Ja. Hui. Was hast du gerade mit Zünni gesagt? Warum hast du gerade Zünni gesagt? Ja, Zünni war in der Aufnahme dabei, das stimmt. Ah, oh krass, siehst du, woran du dich erinnerst. Ich hab irgendwie das Level mit Zünni verbunden, aber klar, das hat ja Jan gebaut. Zünni lässt grüßen. Ich glaube, Zünni hatte nur ungute Formen entdeckt. Oh ja, stimmt. Die habe ich noch extra wieder drin. Mhm. So ganz rausgehen, nee. Kannst du es ja mal zeigen? Weil das war wirklich sehr witzig. Ich glaube, in der Aufnahme war das so, Zünni hat nichts gesagt und hat auf einmal in unsere Gruppe, in die Skype-Gruppe, hat er auf einmal einen Screenshot geschickt. Irgendwie so war das ja. Aber du willst es uns nicht zeigen. Ach, guck mal. Na gut, wenn du es uns nicht zeigst. Jetzt geh weg. Jetzt hör auf mit der Scheiße. Nein! Geht das hier auch? Ja, natürlich geht das da auch. Es sind genau die gleichen Blöcke, es ist der gleiche Sprite. Oh Mann. Ich hab echt keinen Bock mehr, Conan. Jetzt zeigst du hier die Hakenkreuze nicht. Nice. Machst du wieder meinen Hack kaputt. das ist einfach unfair, ist das. Oh, hi Yoshi. Jetzt hättest du doch wenigstens die Hakenkreuze noch sein können. Nein. Na toll. Jetzt fange ich hier doch gleich an, wie sehr das im Wunsch rumzublöden. Conan. Ja, nein. Ich verstehe schon. Ja, danke. Da war sie. Jetzt ist sie wieder weg. Oh Mann. Ich habe übrigens tatsächlich erst was an. Das ist unglaublich. Ich habe so keinen Bock mehr. Das ist so. Wer hat das gebaut? Das ist so ungetestet. Ich habe es übrigens erst anders verstanden. Ich dachte, du willst von mir, dass ich sowas hier mache. Das kannst du dann natürlich auch machen. Aber du kannst. Das tut's nämlich auch. Aber jetzt habe ich die Shell halt nicht mehr und ich brauche die Shell natürlich noch. Ich habe schon wieder die Hände über dem Kopf überschlagen. Die Hände, die tun schon weh, weil ich sie mir so gegen den Schädel gezimmert habe. So geht's natürlich auch. Ist ein bisschen einfacher, wa? Büschel. Die brauche ich bestimmt noch. Der Hammerbruder ist einfach weg. Ja. Das ist dir, glaube ich, beim letzten Mal schon aufgefallen. Der ist immer von rechts, wenn du von rechts kommst, dann. Ach rechts. Ja. Ja, ja. Ich merke mir halt nur sowas nicht, weil ich weiß ich nicht. Hast du über andere Dinge gesagt? Das heißt, jetzt ist er wieder da. Ja, Mensch. Sensationell. Unglaublich. Kaum zu fassen. Es hätte auch viel mehr Spaß gemacht, wenn ich so eine Test-Test gespielt hätte. Nee. Ach man, na gut. So, und jetzt drücken wir wohl den ersten Switch. Nee, wir drücken nicht den ersten Switch. Ja, das ist nämlich das Schönste hier an dem Level. Guck mal jetzt, denkst du, genau diese Worte habe ich von dir mir erhofft, dass du sagst, so, jetzt drücken wir den ersten Switch und dann kommt das hier. Aber nein. Ja, du baust natürlich wieder mega lange Level, schon verstanden. So kann man es auch sehen. Aber Herr Conn im Q88 muss natürlich wieder safe staten. Das ist ja klar. Siehst du, das wäre so witzig gewesen, wenn du das hier 10-mal nach einer Stunde schaffst, es wieder dahin zu kommen und dann beim letzten Hammerbruder krepierst du dann wieder. Mhm. Ach Mann. Ich stelle mir das auch super witzig vor. Weißt du, wofür habe ich denn das Ganze ohne Safe States getestet? Bitte? Weißt du, wie unfair das eigentlich ist? Ich teste das stundenlang ohne Safe States, weil ich mir wünsche, dass du das auch ohne schaffen kannst. Stattdessen spielst du mit Safe States und dann zeigst du da noch 1000 Glitches und irgendwelche Breaks Gott, Alter, in den Hack. Wie viel sind das? Muss ich schneller sein? Muss ich das jetzt nochmal wiederholen oder was? Das ist ja. Uff. Ich möchte nochmal die Korrelation, ne? Du Safe Statest jetzt, ich habe das stundenlang ohne Saves getestet. Und dafür, dass du Safe Statest, zeigst du dann noch, dass der Hack komplett broken ist. Ja, natürlich. Das ist nicht fair, ist das. Du hättest da übrigens dich nochmal hinstellen können und die Stelle nochmal aussprechen können. Wo? Da war eine Ledge. Oh, die muss ich erstmal finden. Weiter unten. Ganz am Anfang. Da. Ja, okay. Das ist aber ja jetzt nicht so viel.
nicht so viel. Ich dachte irgendwie so ein verstecktes Ding wie gerade eben. So ein farbiges Teil. Würdest du Nein, ich kam vorhin so schön hier durch. Wieso hat es jetzt nicht hingehauen? Okay, nee, okay. Guter Safe auf jeden Fall. Naja, eine Spitze. Einsame Spitze. Ich kam vorhin hier so schön durch. Oh mein Gott. Macht Sinn, manchmal so zu pausieren und mit Joshing in Kauf zu nehmen, dass du ein kurzes Stück wieder runterfliegst. Aber nur um das Timing halt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Nein, ich komme vorhin so schön da einmal durch. Was meinst du, wie dein Serotonin-Spiegel gestiegen wäre, wenn du das geschafft hättest ohne Safe-Sets? Ich hätte es nicht ohne Safe-Sets geschafft. Das natürlich! Ich hab das doch auch geschafft. Dann schaffst du das auch. Nee. Das ist viel zu... Oh Gott, yes! Nein! Das geht. Ist das schön. Aber ich glaube, es geht noch. Ich glaube, du kannst auch den Knopf richtig durchhämmern, dann ist er ein bisschen schneller. Und du kannst ihn halt direkt da ausspucken. Spucken. Wenn du richtig die Sprungtaste hämmerst, dann ist er ein bisschen schneller. Ja, auch gut. Sehr gut. So war dämlich. Das ist schon wieder ein Softlock, ne? Ja. Ich finde das so herrlich. Das ist so unglaublich. Glaubst du? Nee, ich muss dich gleich mal was fragen. Nein! Aber mach mal erstmal fertig. Was willst du mich denn fragen? Yes, nice. Einfach nur eine Meinung will ich von dir. Oh Mist. Haben. Jetzt hast du es wieder verkackt. Ich hab das ist schon wieder ein Softlock. Das ist auch schon wieder ein Softlock. Ja. Da fehlt einfach ein fucking Matscher. Wer hat das gebaut? Wer hat das bitte gebaut? Weiß es nicht. Ich frage mich, ob Lazy überhaupt ob Lazy das überhaupt gespielt hat oder ob der das einfach durchgegeben hat. So, meine Güte. Du hättest doch einfach von Yoshi abspringen können, weil da kannst du ihn eh nicht mit durchnehmen. Okay. Das weiß ich ja nicht. Jetzt ist der Stein nicht da, weil du zu langsam warst. Was für ein Stein? Ja, den du da gerade eigentlich hochgedrückt haben solltest. Hol mal nochmal zurück. Da ist ein Stein, da rechts hätte einer sein müssen. Ich weiß nicht, warum der nicht da ist. Ach, der? Ach so, weil du zu langsam hochgesprungen bist, ja. Ja, der scrollt off, ich hab den gar nicht realisiert. Scrollt off, screened off. Scrollt off. Huiuiui, oh nice. Wow, unglaublich. Unglaublich. So, jetzt bevor du wieder reingehst, gehen wir nochmal auf die Overworld. Einfach nur, weil da mehr Ruhe ist. Findest du, das wollte ich dich nämlich fragen, findest du, der Hack wurde zu Recht jetzt auf S&D Central angenommen? Gerade du, der so viel. Also für die. Dafür, dass ich eigentlich. Ich finde, der Spiel war gar keine Frage, so als zwischen Kaizo und Light Heart, denkst du irgendwas, irgendwie, zwischen Light, Kaizo und Heart, wollte ich sagen, Very Heart, irgendwo da. Ja. So spielbar, aber hat halt Stellen, von denen ich gedacht hätte, dass SMB Central sagt, hier, nö. Weil andere sagen, haben sie abgelehnt wegen totalem Blödsinn. Ja, aber das ist halt auch schon lange her, ne? Also, und wenn das mittlerweile anders ist, ja gut, dann ist es eh egal. Ich meine, du musst doch bedenken, HF ist mittlerweile Moderator da auch. Ja, bei Pit-Kram, ne? Naja, bei Pit-Kram zwar, aber es können ja einfach andere Leute da sein, die das Ganze ein bisschen anders sehen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach Glück hatte, dass Lazy das Ganze jetzt geclaimed hat. Und der da halt einfach durchgerusht ist und das dann durchgewinkt hat. Ich finde ja auch die Begründungen, da den Hack abzulehnen, ich finde es halt, also manchmal finde ich das kompletter also Quatsch. Du hast jetzt wirklich schon gute Dinge gezeigt oder beziehungsweise Dinge gezeigt, die eine Ablehnung irgendwie gut begründen würden, finde ich. Dieser komische Bug da in dem Kaspers Bar, dass auf einmal alles geglitscht ist und so, sowas geht eigentlich nicht. Aber ist okay. Ist auf Was jeden war Fall, denn in Kaspers Bar? Ich hab's schon wieder vergessen. Da hast du irgendwie, ich glaube, durch die... Ich weiß gar nicht, was das genau auslöst. Ich glaube, durch die... das sind so... Wie heißen die Dinger denn? Diese Castle Sprites, die... Mann... Spikeballs? Nee, wie heißen die denn? Diese komischen... Ach, Kaspers, ich habe ans falsche Level gedacht. Ich weiß, was du meinst. Okay, gut. ich hab an das Eislevel gedacht. Ach so, nee. Das war ja nicht Kaspers Bar, das war ja das andere. Der hat auf einmal alles... hat auf einmal geglitscht, war. Ja, ich erinnere mich. In dem Zwischenraum. Genau, sowas...
finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Grund, den Hack nicht zu akzeptieren. Aber schön, dass du hier einfach weiterspielst. Erinnerst du dich dran, was für ein Level das war ursprünglich? Tatsächlich nicht. Nee, das war ein Nerfworld-Level. Okay, von der Grafik her ja. Ja, genau. Naja, das ist... Nerfworld ist halt schon ewig her. Ja, das ist 8 Jahre her oder so. Aber es war ein sehr schönes Nerfworld-Level. Nerfworld war insgesamt sehr schön, aber würde ich halt auch nicht nochmal spielen. So, das ist... Wie in Serie, so, ich möchte sowas das nicht mehr spielen. Das ist einfach irgendwie unfair, weil während der Zeit, wo du mit Sony Nerfworld aufgenommen hast, jetzt konzentrier dich mal bitte, hast du ihm nicht einmal zu verstehen gegeben, wie schön du das findest. Und jetzt 8 Jahre bitte was? Du hast immer nur geflucht drauf. Nee, nicht noch mehr Nerfworld und Dann hätte ich ja gar nicht weiter aufgenommen. Naja. Das ist aber jetzt Interpretationssache. Das Alter! Ja, schön, dass du da auch reingesprungen bist. Ich wollte schon sagen, jetzt achte ich auf Münzen und dann kommt keine Münze, sondern ein Poki. Ja, das ist wieder der Jumpscare. Scare-Jump. Was ich sagen wollte. Der Jumpscare. Ah! Das könnte einfach Teil eurer Master and Slave Relation. Aber der Teil ist an sich, also rein spielerisch, den Teil kann ich mir ohne Save-States vorstellen, sagen wir mal, mit keine Ahnung, einer halben Stunde Spielzeit, aber die anderen Sachen halt nicht. Also das Inferi-Ding ist an sich einfacher als das hier. Weil hier kann immer wieder, also bis auf den letzten Teil da mit dem Flug, mit der Flugpassage, ist das hier viel leichter zu verkacken, würde ich sagen. Ja, aber das weißt du mit einer Zeit. Die Hammerbrüder, ja, aber du, das ist halt ja dumm, was ich hier mache. Ja, das Timing, ja, das ist halt gut, aber... Timing der Podobos zum Beispiel, um da drauf zu springen, das ist halt ein bisschen assi. Ja, gut, das ist die eine Sache. Trotzdem sind die kalkulierbarer als die Hammerbrüder. Findest du? Also diese Hammerbrüder da hochfliegen ohne Save States? Nee. Da kann man sich ja auch einfach... Und dann muss es ja auch noch schnell gehen, du musst ja nicht nur ausweichen, sondern du musst ja... Oh. Da muss man sich halt eine gewisse Route planen und dann halt einfach so doll Button mashen, wie nur geht. Ja, das ist es ja. Das ist alles eine Frage der Taktik. Und das ist dann kein Timing mehr, das ist dann immer wieder ein bisschen anders, weil du nie exakt gleich fliegen kannst. Also hier in so einen Todesblock da, diese großen Stacheln reinzuspringen, ist auf jeden Fall weniger taktisch abschätzbar als Inferi, würde ich sagen, der Inferi-Teil. Aber so gehen die Meinungen, glaube ich, auch auseinander. Ja. Wo wir uns auf jeden Fall einig sein sollten, ist, dass du es eh nochmal ohne Safe State spielen musst. Nein. Oh, schade. Kommt der jetzt? Ich hab ihn aufgeschrieben. Wirklich den Moment. Du hättest auch einfach nochmal hochspringen können. Dafür ist das genau gemacht, dass man eben nicht zu schnell runterspringt, nicht zu langsam ist. Och nee, jetzt. Ja, ein guter alter, ich weiß gar nicht mehr, wie der YouTuber hieß. Move faster, Pokey! Move faster! Ja, genau. Und das ist genau die Stelle, auf die ich mich eigentlich gefreut habe. Ja, dann startet man wieder von vorne. Ich verstehe schon. Du hast das Prinzip verstanden, ja? Das ist gut. Ach, dann muss ich es ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber guck mal, stell dir mal vor, du hättest das jetzt alles dann nochmal machen müssen. Ja, das ist dann die Stelle, an der ich sage, das Level ist nicht mehr ohne Save States wirklich angenehm. Ja, aber guck mal, du hättest jetzt schon rüberspringen können. Aber bis genau hierhin kann ich es mir vorstellen. Aber du musst auch nur diesen kurzen Abschnitt mit dem Pokémon machen. Das war alles. Ja, aber der ist halt auch wieder so schnell als so anfällig. Boah. Da muss man sich halt mal konzentrieren, ne? Das ist richtig. Guck mal, jetzt hast du schon wieder einen Abschnitt vom Level geschafft. Oh, das war der komplette. Ja. Ja, nice. Weil das ja viel schwieriger ist als im Ferien, Alter. So. Naja. Jetzt sind alles Witze. Das ist Papiere hier. Ich hatte gerade was zu trinken im Mund. Alle Switches gedrückt. Jetzt sind alle Switches gedrückt. Push my Switch, Baby. I have pushed all your Switches. Rot. Blau. Was ist das überhaupt? Das ist ein Scheißhaufen. Ach so. Man soll da nicht hinkacken. Exit? Ah ja, Exit. Du hast es doch am Anfang gelesen. Du bist in einer Simulation unserer Welt. Oder der Welt von Peach. Und jetzt verlässt du diese Welt. Jetzt bist du in der anderen Dimension, wo du dich gerade aufhältst. Das sieht gar nicht mehr wie eine Simulation aus, auf jeden Fall. Nee, das ist jetzt keine Simulation mehr. Du hast es okay, hier will ich nicht hoch. Okay, verstanden.
Kannst du es ja mal versuchen, doch mal ein bisschen. Nee, es sah nicht so gut aus. Das ist ein Custom-Block, den ich gemacht habe. Im Zweifel kann man den kaputt machen. Ah ja. Wir gehen erstmal in die Richtung. Die scheint mir sinnvoller zu sein. Es ist einfach links genau ein Item, was ich dann die ganze Zeit mitnehmen muss. Ach, verdammt, Schuss nach links. Nein, musst du nicht. Aber es wäre sehr witzig. Ich wollte nur, dass du versuchst, die Blöcke kaputt zu machen. Wie kaputt? Ach so, du meinst die zu... Ach so, man kommt wirklich nicht hoch. Nee, man soll da nicht hochkommen, ja. Ah, okay, verstanden. Huch. Ich bin gerade nochmal in den Dimensionen geswitcht. Alles in Ordnung. Das ist alles für die Atmosphäre. Das gar kein Problem. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. So, hier kann ich chillen. So, jetzt spielen wir mal den Abschnitt ohne Set. Guck mal, hier verlierst du nicht mal Leben. Ich verliere nicht mal Leben. Ja. Unfassbar. Irgendwie ist der Sound ein bisschen abgehackt. Also der. Ja, ein bisschen. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, weil du rebindet hast oder so. Ist das Echo. Nein, Mist. Ach, hier verliere ich doch Leben. Ha. Ja, da schon. So. Nein, das ist mir klar. Frech. Wenn man da runter, wenn man da runterfällt, musst du nicht alles nochmal spielen. Das ist richtig. So, jetzt bin ich groß. Jetzt komme ich auf jeden Fall schon mal durch. Leider nicht richtig. Nein, die. Ach, das tut weh. Also nicht in die es drückt mich runter. Ich hab gedacht, das ist irgendwie die Deko oder sowas. Das ist auch Deko, aber es drückt dich halt auch runter, ja. Ja, ich darf es halt nicht berühren und damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte einfach durch. Deswegen startet man da eigentlich zu Beginn, damit man sich das anschauen kann, aber du wolltest einfach durch. Ich verstehe schon. Es sah halt wie Regen aus. Es ist ja auch sowas wie Regen, es ist halt... So brutal ist Regen nicht. Ja, aber das ist ja auch eine andere Dimension, Conor. Ja, das ist wohl richtig. Oh nice, wir haben die Stelle mal doch bitte ohne im Plot. Treffer bitte geschafft. Weißt du, man kann mit dir nicht arbeiten, du musst doch im Plot bleiben. Ich bin doch im Plot. Naja, ist Regen, so hart ist Regen nicht. Glaubst du, irgendein Mangaka, wenn er mit seinen komischen Produzenten da sitzt und irgendwelche Ideen äußert, möchte solche Antworten dann hören? Ich glaube nicht. Hä? Ja, wenn er dann irgendwie so angenommen, das ist in One Piece und der komische Mangaka da kommt mit der Idee, ja, dann haben wir da in der anderen Dimension, das sieht aus wie Regen, aber es drückt einen runter, ist das nicht geil? Und dann kommt einer wie du an und sagt, ja, aber so stark ist Regen. Aber der Mangaka hat ja den Manga schon längst fertig. Mensch, ist doch scheißegal. Dann ist halt eine Filmproduktion, ist doch egal. Das war ja nur ein Beispiel. Ja, deswegen habe ich ja hä gesagt, weil es halt nicht Sinn ergibt. Ja, aber darum ging es ja gar nicht. Das war nicht mein Punkt. Der Punkt war, dass deine Kommentare einfach nur fehl am Platz sind. Ja, das geht immer. Guck mal, das wäre auch so witzig gewesen, wenn du dir da... Ich habe mich so drauf gefreut, dass du da überlegst, wie schaffe ich das jetzt am besten? Hast du gesehen, was passiert ist? Ist das ein On-Off hier drüben? Nee, was ist denn das hier für ein Block? Geh mal nach rechts. Geh doch nach rechts. Du hättest gerade mein jetzt rechts war was anderes. Nein. Ach, jetzt sind die Dinger offen. Nee. Ja, du hast den On-Off noch nicht gedrückt, Conor. Ah. Ach, nee. Treppen. Toll, oder? Oha, einfach eine Treppe gebaut. Ja, wie heißt das Spiel nochmal? Was alle so hypen, was alle spielen. Was auch dein Vorbild Montana Black spielt oder was den groß gemacht hat. Aber was? Ja, wie heißt denn das Spiel, was alle spielen, wo man auch so Treppen bauen kann? Fortnite? Ja, Fortnite war nicht. Wo man Treppen baut. Ja, Fortnite ist dafür bekannt, dass man Treppen baut, richtig. Ja, ist doch so, oder? Ja, du baust mit den Plattformen halt deinen Kram, aber. Das ist jetzt nicht das, was Fortnite ausmacht. Jetzt mach doch nicht wieder den On-Off-Switch. Nein, mach das nicht. Nicht wieder? Achso, ich will ja hinten dann hoch. Ja. Ich habe von Fortnite noch nie was gesehen außerhalb des Musikvideos von den Screenshots und von irgendwem anders. Es gibt, glaube ich, zwei Musikvideos in Du hast keinen einzigen meiner Fortnite-Parts geguckt. Was bist du denn für ein Zuschauer? Ich wusste nicht mal, dass du das gespielt hast, nee. Siehst du, dann habe ich jetzt, kann ich mir wieder was in meine Tabs hier speichern. Ja, in der Zeit, als ich in Hörsbach an der Schule war,
und die Schüler rausgefunden hatten, dass ich einen Kanal habe. Und dann haben die alle so, spielen Sie mal Fortnite, spielen Sie mal Fortnite. Und dann habe ich gesagt, bin ich auf dem Keks, ich spiele Fortnite. Das heißt, du wirst wahrscheinlich bei den Parts auch kommentieren, dass die Schüler, dass du jetzt eigentlich denen nur einen Wunsch erfüllst irgendwie. So in etwa. Aber es ist, man muss sagen, als Spiel an sich ist es gar nicht mal so schlecht. Also wenn man nicht jetzt anfängt, sich irgendwelche Skins zu kaufen, dann ist das Spiel jetzt nicht verkehrt. Jetzt muss ich gucken hier, ob auch deine Schüler da irgendwie kommentiert haben. Ja, die Fortnite-Parts sind schon ein paar Kommentare. Ist ja geil. Bin Tim H. aus der 7D. Wollen wir mal Duo zusammenspielen? Das war halt auch dann eine der häufigsten Fragen. Spielen Sie mal mit uns? Nein, Lehrer und Schüler zusammenspielen ist nicht so gut. Das ist geil. Bin Tim aus der 7D. Wollen wir zusammen essen gehen? Ja. Da komme ich jetzt aber nicht drauf klar, Colin. Das ist ja großartig. Das ist aber schon lange her, ne? Das war vor 2 Jahren. Rück mal ein Stück. Hashtag bester Lehrer. Die sind schon nicht mehr auf dem Kanal aktiv. Also hallo Tim H. aus der 7, jetzt mittlerweile wahrscheinlich 9D. Ich hoffe, du bist mittlerweile in der 9D. Davon könnte man ausgehen, ja. Naja, es gibt ja Möglichkeiten. Ist ja auch egal, wenn du das hier gerade guckst. Du hast mir gerade den Tag versüßt. Aber warum nimmst du denn eigentlich die Chat noch weiter mit? Weil ich's kann, keine Ahnung. Das ist ja grauenvoll. Muss ich gar nicht. Ich dachte, ich spiele so den Hack gerne, von dir. Also ich kann das echt immer wieder nur sagen, ich hätte so gerne einen Lehrer gehabt, der auf YouTube irgendwas macht. Das ist ja. Ah, das kam bei nicht allen so gut an. Das ist. Aber manche fanden es eher weird und cringe. Wie hast du das gemerkt oder wie hat sich das geäußert, dass Schüler das nicht so toll finden? Bitte? Wie sich das bei dir geäußert hat oder wie du gemerkt hast, dass die Schüler da nicht so ein Fan von sind oder das weird oder cringy finden oder so. Ja, so von der Art her, aber das ist. Aber haben die irgendwas so gesagt? Haben die gesagt, hallo Herr Kunze, ich wollte Ihnen mal sagen, Ihr YouTube-Kanal ist ja richtig cringe. versuchen Sie doch mal. Oh, jetzt warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Hast du den Text? Lies den Text. This commercial is presented to you by. Das war zu schnell. Reset, geh zurück. Geh nochmal zurück. Es ist Reset is ridiculous world. Verstehst du den? Grüße gehen raus. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Want to get rid of, ach Mann. Ich kann es dir sagen, want to get rid of those hands. Here comes our new chemical pest control. Brain plug. The profound acid. Ja Mensch, was für Insider. Ja, aber hallo. Und ich dachte mir auch, das ist so typisch der Humor von Flo gewesen. Das stimmt. Und das passt da irgendwie ganz gut. Du hast jetzt quasi, du spielst jetzt eine Werbung in einem Hack. Hey, da ist ein Pfeil. Ja, du want to get rid of those ants? Here comes our new chemical pest control. Brain plug. The profound acid. Also gehen die Ameisen da rein, dann passiert was. Das sollte dir da gerade gezeigt werden. Ach so. Ja, ist halt Lava. Ja, das ist Acid. Oh no. Hä? Erinnerst du dich an das Level in Ridiculous World noch? Das ist hier auch wieder original der Stil. Es gibt ein Level in Ridiculous World, wo Brainplug beziehungsweise Flo das eben genauso mit dieser Lava gemacht hat, dass sie genauso ausschaut und ich glaube bei ihm ist es aber irgendein Insider aus Futurama gewesen oder so. Und ich habe gedacht, das passt irgendwie ganz gut dazu, dass man Ameisen beseitigen will. Es gibt diese Ameisen-Sprites, also warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Und stell dir mal vor, du verkackst diesen Teil jetzt hier, wärst in die Lava gesprungen, dann hättest du den ganzen Teil vorher, diesen Jump-and-Run-Teil, nochmal spielen müssen. Toll! Das wäre doch super gewesen. Nee, das nützt mir auch nichts, wenn der darüber läuft. Was will ich mit dem Peace-Witch? Ich würde den Peace-Witch halt gerne hier hochwerfen. Aber kann das ich gar muss, nicht. Das kann ich dir sagen, das musst du nicht machen. Aber irgendwas muss ich da hochwerfen. Nee, da musst du nichts hochwerfen. Ach so. Du hast im vorherigen Raum gezeigt bekommen, was du machen musst. Und da sind wieder Münzen. 3 blaue Münzen. Ach so! Ja! Kriege ich denn den da rüber gelaufen? Wie kriegst du den darüber gelaufen? Ja, das frage ich mich auch.
weißt du was? Ich gehe nochmal wieder raus und schau dir von draußen. Das ist die perfekte Stelle, um zu sehen, wie du es hast. Ah, verstanden. Nee. Dann fällt er trotzdem hier runter in die Lücke. Das ist richtig. Hä? Das muss doch jetzt ein ganz kleines Rätsel sein. Das ist ja sonst nichts. Wenn ich da runtergehe, kann ich nur noch in die Reset-Röhre. Tür. Wenn ich den P-Switch auslöse. Oh mein Gott, ich bin ja komplett dämlich. Natürlich. Also, wir lösen den ersten Block nicht aus. Wir lösen das aus, das aus, das aus. Lauf, du Viech. Und dann kann man... Nein, das war zu bald. Und jetzt können wir einfach da durch. Ja, das war ja... Da hätte man drauf kommen können. So, jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn ihr da reingeht. Tschüss. Ach, und der andere muss hier reinlaufen. Nein! Wait. Aber muss mich hier treffen lassen. Dann würde der theoretisch jetzt noch weiterlaufen. Und dann dürfte natürlich der Block... Das heißt, das muss ich... Okay. Okay. Wait, da kommt der wieder... Ne, achso, ja, aber hier ist halt offen. Das ist das Ding. Da fällt er jetzt runter. Also muss ich das vorher machen. Beziehungsweise... Ah, perfekt. So, jetzt ist im Prinzip genau das gleiche wie vorhin. Das haben wir ja schon gelöst. Ne? Das war halt kompletter Schwachsinn. Menschenskinder. So, hier, hier, hier und jetzt lauf drüber. Okay. Blub, 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 blub. Das hast du sehr gut gemacht. So. Das war die, hier. Wie gesagt, also das war wirklich die perfekte Stelle, um gerade mal weg zu sein. Das hast du. Das ist wahr. Hast doch schön den Fail noch gezeigt, dass man da, welche Reihenfolge man da wählen muss. Hast du echt gut gemacht. So, viel Spaß. Hast du gerade gesehen, da wäre jetzt ein Checkpoint, das kannst du ja auch gerne mal zeigen. Ich wollte mich jetzt auch umbringen. Ja, Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt. Nach da nicht. Ach, hier, der ist jetzt da. Stimmt, da war die erste Starcoin. Koshin, moin. Kann mich eigentlich... Okay. Du kannst dir keine zwei Pilze hier diesmal holen. Schade. Sade, ja, wie? So, let me introduce you to another gimmick. Ah. Das ist ja lustig. Ja, das ist richtig lustig. Oh, willst du das nicht mal ohne Safe State spielen? Ich will das eigentlich auch gar nicht... Kein gesetzt. Ja. Kann ich da stehen? Kann ich nicht. Ach, du wolltest stehen sagen. Ich dachte, du wolltest sterben sagen. Sterben kannst du da ganz gut. Ja, das habe ich gemacht. Schön, dass du das auch sagst. Aber da will ich hier lieber keinen Pilz haben. Bist du dir sicher?
Da hilft mir da der, nicht so viel. Der Pilz würde bedeuten, dass du einmal getroffen werden kannst, ne? Ja, aber ich bin größer und darf jetzt somit eine größere Hitbox. Das nein, ich... Oh. Ach, einfach schön. Ich sag, bis zu der Stelle schaffst du es noch ohne States, danach fängst du wieder an. Das ist auch reine Frustkompensation, dass ich das hier ohne States gespielt habe. Dass ich jetzt irgendwelche blöden, zynischen Kommentare machen muss. Weiß ja nicht, wie weit das Ganze geht bisher, ist das okay? Ja, ganz weit. Ach, jetzt gehe ich jetzt mal wieder hier zurück. So. Ja, schön. Nein, ich bin doch, du Typ. Das ist kein Typ. Der Typ, der spielt, ist ein Typ. Außerdem, nur weil sie für dich nicht wie ein Typ aussieht, kann das trotzdem ein Typ sein. Du bezweifelst, dass Peach als, dass Peach weiblich konnotiert ist, irgendwie? Naja, wenn Peach das nicht möchte, ist es so. So, dann suche ich doch jetzt mal nach irgendwelchen, Fan-Stories. Is Peach, might Peach be a male? Oh no! Ist die Plattform weg. Oh, ich kann's nicht mal retten! Oh, ist das doof. Siehst du, es gibt nicht mal, also ich finde auf den die direkte Suche Might Peach be a male nicht mal irgendwelche, wie heißt das nochmal, irgendwelche Fanfiction. Das geht ja schon wieder, das geht immer direkt runter. Okay, verstehe, ich darf da nicht warten. Also es bringt irgendwie niemandem was zu behaupten, Peach wäre ein Mann. Aber ich bin mir bei dir da nicht so ganz sicher. Also so wie du spielst, du kannst ja wohl unmöglich ein Mann sein. Ach Mann. Tut mir leid, ich bin ein bisschen gemein. Aber es ist bisher vom Aufbau schon so, dass ich eigentlich keine States setzen möchte. Ja, das war die ganze Zeit so. Nee. Doch. Ich komm über die Stelle nicht raus. Gibt's doch nicht. Na, jetzt ist er nicht hoch. Der Charakter. Wer denn sonst? Weißt du, was am meisten Spaß macht, wenn man das, ich glaube, ich sage jetzt nicht mehr Safe State Let's spielt, sondern richtig spielt? Oh, yes. Dass man, irgendwann muss man sich auch konzentrieren, dass man nicht irgendwelche... Wait, was mache ich denn hier? Ja, jetzt wird's schön. Okay, da bin ich raus mit Safe State Let's. Ich hab's... Wer hat's wieder prophezeit? Der das ist ja Jahre. Verrückt. Nein, das ist auch total einfach. Also man muss halt eh nochmal hinspielen, aber was zur Hölle? Ja, du brauchst einfach das richtige Timing. Und mit jedem Mal, wo du stirbst oder wo du es nicht schaffst, musst du halt überlegen, wie du es besser hinbekommen kannst. Guck mal, ja, da das zum Beispiel. Ist, das ist da kann man jedes Mal, da kann man immer eine Sekunde auf dem Ding warten, genau wie du es gerade gemacht hast. Das lieber macht dann keinen Spaß mehr. Doch, weil man Stück für Stück oder so, ja, peu à peu halt immer weiterkommt. So, jetzt kann ich... was machst du denn? Da ist er wieder, der Jumpscare. Jetzt kann ich es ja schon wieder nicht mehr schaffen. Ja, weil du nicht A gedrückt hast, richtig. Okay. Also guck mal, bis hier hin, das ist doch... Ah, das ist so einfach, Mann. Also dann ab hier. Also es ist ja nicht mal so, dass man nur Taktik braucht, um das zu schaffen. Manchmal hat man auch einfach Glück. Ja, aber du willst es ja nicht richtig spielen. Was ist jetzt da oben? Komm ich bis da hoch? Ja. Du hörst mich schon gar nicht mehr zu. Das ich höre dir zu, einfach... aber ich sag nichts dazu. Ja, ich merke das schon.
Nice. Ich glaube, Detlef aus der 7D oder wie der nochmal hieß, wäre auf jeden Fall auch meiner Meinung. Die haben nie SMB geguckt. Ja, deswegen ja. Aber wenn sie es geguckt hätten, wären sie der Meinung, dass du es ohne Safe-Set spielen solltest. Oh nein. Was ich süß finde, ist, dass deine Schüler dich unter dem Part zumindest alle gesiezt haben. Ja. So, also du scheinst zumindest in der Hinsicht genügend Autorität zu besitzen, um da eine Grenze auch bei den Schülern bewusst gemacht zumindest zu haben. Zumindest die ich im Unterricht hatte, ja. Okay. So Fünftklässler haben dann einen erstmal mit YouTube-Namen angesprochen. Geil. Hast du ein Autogramm schon gegeben? Nein. Oh. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich gemacht hätte. Dich nach einem Autogramm gefragt. Gottes Willen. Oder ein Foto für Insta oder so. Gottes Willen. Guck mal, die Stelle wäre auch so schön gewesen. Wenn man da zwei, dreimal stirbt, dann hat man richtig, richtig, dann braucht man richtig Mut und hat richtig, steht unter Druck, das richtig zu spielen. Ich stehe auch so unter Druck. Ja, aber du. Alter. Bis dahin war es ja human spielbar, so hier nicht mehr. Ja, das ist das letzte Level. Was denkst du denn? Ah, for self-stated. Ja, da komm ich nicht mehr raus. So. Hey! Was denn? Jetzt hättest du dich auch einfach mal umbringen lassen können. Nee. Einfach ehrenlos. Oh, das gibt's doch nicht. Wo bin ich jetzt wieder hingeblieben? Ach so, das ganze Ding zieht mich ja runter. Ja, na klar. Das habe ich jetzt erst wieder realisiert, dass das da ist. Alles ist genau da drauf. Ah, ich habe ganz vergessen, da kommen ja noch 20 Screens. Ach Mensch, ja. Das ist, glaube ich, noch ganz gut, dass du Safe State ist. Mist. Ja, ich weiß nicht, wie lang es ist, aber es wird sicherlich nicht kurz sein bei dir. Nee, nicht wieder ausmachen. Einfach schön. Jetzt hörst du auf da. So, jetzt, nein. Ich muss einen kleinen zwischendurch setzen. Irgendwie, Also ich möchte auch mal sagen, das sieht auch jetzt viel schwieriger aus, dadurch, dass du dich halt immer versafe-staten kannst. Guck mal, sowas ist halt auch, meine Güte. Guck doch erstmal, Junge, guck doch. Ja, ich seh's doch, dass ich rüber muss. Uff. Ja. So. Was ist das denn? Wir kommen zum schönsten Sprung im ganzen Level. Okay, ich mach Augen zu und lauf einfach durch. Ja, das habe ich auch gemacht. Schade. Fast. Ich glaube, du hättest noch random irgendwann springen müssen, dann hättest du es wahrscheinlich geschafft. Ja, easy. Sehr gut, sehr easy. So. Schön. So. Jetzt das trifft das mich sein, alles bisher nicht. Achso, das ist einfach ein Portal. Yay. Yay. Ist das Barbra Streisand? Nee, ist ein anderes Lied. Was ist denn das? Das kenne ich. Willst du mich verarschen? Willst du mich fucking nochmal verarschen? Du sagst gerade, ist das Barbra Streisand? Und genau in dem Moment. Ja, hör hin, bitte hör hin. Bitte sag nichts. Ah, sag ich. Das kam genau, nachdem du es gesagt hast. Okay. Ja, viel Spaß, ne? Was ist denn das jetzt hier, ein Puzzle oder was? Das sind da möchte ich mal ganz kurz ein bisschen protzen. Das sind alles vor allem Grafiken, die ich Pixel für Pixel abgepaust habe. Ja. Und alles Weitere erklärt sich, glaube ich, von alleine. Barbra Streisand. Kann man sich übrigens softlocken? Oh ja, das stimmt. Schon wieder. Nee, kann man nicht. Doch, wenn ich jetzt nichts mache. Ach so, ja, wow. Okay. Dann hast du es auch verdient. Ich sag ja, man kann. Ja, das stimmt. Ist unglaublich.
Wer hat das gebaut? Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich glaube aber, da gab es irgendeinen Grund, warum ich nicht wollte, dass man da sterben kann, aber ich weiß es nicht mehr. Ich hätte einfach eine Reset-Door hinbauen sollen. Na gut. Okay, da komme ich nicht rüber. Oh, da unten ist einer. Wie gefallen dir denn die Fratzen, die du da so siehst? Super. Schön, das freut mich. Nice. Allerdings war das jetzt der ungünstigste Moment. Oh Mist. Wie lang ist der Part? Zum Beenden auf jeden Fall. Wo ist mein Rezeptor? Da. Okay. Du kannst dich ja nochmal komplett umschauen. Du hast jetzt, glaube ich, einen Bereich oder so, hast du noch nicht gezeigt. Ja, wenn du da jetzt hoch gehst, geh doch da einfach nochmal hoch. Rechts. Ach, hier war ich noch nicht oben. Genau. Aber da komme ich auch nicht weiter. Das ist richtig, ja. Oh je, ich hoffe, das Ding dauert nicht zu lange. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Mashallah, es ist schön.